Ja, hallo liebe Freunde. Bei meinem Kanal, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind jetzt hier in der Instanz Blue Castle über den Dungeon Finder gerade beigetreten. WoW Dragonflight. Ja, mal gucken, welche Version wir hier gerade haben. Ach ja, hier 10.02, wie ihr seht. da würde ich einfach mal sagen, hier so eine Quest anzunehmen. Wir leveln hier ein bisschen die XP runter. Wir haben leider relativ viele Charaktere, die da irgendwie einen XP-Bonus von 150% haben. Und die müssen natürlich weggelevelt werden. Achso, die Gruppe wird hier wohl nicht gemacht. Da wollte ich jetzt gerade rumspringen. Cool, dass wir hier noch Quests haben, weil mit diesen Quests, da kriegt man natürlich nochmal am Ende der Instanz Bonus-Erfahrung. Bei der Instanz ist relativ cool. Hier seht ihr hier gerade diese, ja, keine Ahnung, diese Zähne oder wie man das nennen soll. Da kannst du am Ende, da öffnet sich diese Portal oder ja, diese Tor. Und wenn man das fertig hat, dann hat man da auch, kann man am Ende der Instanz, wenn man den Endboss getötet hat, läuft man durch so ein, sag mal, Kanal da wieder raus. Und da bist du relativ schnell da am Anfang. Also man muss nicht die ganze Instanz zurücklatschen, sondern hat dann quasi so eine Abkürzung. Schade, dass das nicht in allen Instanzen so ist. Ja, aber das hilft wirklich. Du bist schnell am Anfang, kannst die Quests abgeben, deine, ich sag mal, Bonuserfahrung da noch einsammeln. Und manchmal gibt es ja auch noch ein Item. Geht relativ gut. Das ist bin ich immer glücklich mit. Hab die Instanz auch schon ein paar Mal gespielt, halt noch nie gestreamt oder auch noch nicht entsprechend auf meinen Kanal hochgeladen. Das ist jetzt das erste Video dazu. Ihr seht ja hier Level Up, Level 21. Können wir gleich nochmal einen Skillpunkt verteilen. Ich mache jetzt hier aber erstmal kurz hier den Mob dann auch tot. So. Ja, wie gesagt, Einsteigerbild haben wir hier. Jetzt lernen wir hier den Mehrfachschuss. Das ist ja auch mal relativ lustig, Mehrfachschuss bei vielen Mobs. Obwohl du hier den Mehrfachschuss jetzt nicht zwingend brauchst. Ne? Also ihr seht ja, wie schnell die Instanzen oftmals durchgespielt werden hier. Ein bisschen ledern kann ich so ja nebenbei. Hab da ein paar Instanzen jetzt wohl freigeschaltet hier. Schattenlabyrinth und schieß mich nicht oder hier steht's, ja. Schmetternde Hallen, Dampfkammer, Schattenlabyrinth, Mechaner, Botaniker. Das ist relativ cool, damit man da auch mal reinkommen kann. Ne? Also man ist nicht von Level, ich weiß ja nicht, ab wann man in die Instanzen rein kann, Level 10 oder so. Man ist nicht von Anfang an, dass du in alle Instanzen rein kannst. Ja, es wird nach und nach freigeschalten. Man kann aber die hohen Instanzen, also ich sag mal Arcatras Botanica und zerschmetternden Hallen, das war damals halt der High-End-Content. Ne, und da bist du dann letzten Endes auch nur mit deinem hohen Level reingegangen in BC. Und so ist es jetzt halt nicht mehr. Also, wenn man es umrechnet, ist man hier vielleicht mit Level 21 oder 20 oder schieß mich nicht tot. Vielleicht ist man dann noch der damalige Level, was war das dann? Ich glaube 70, mit, wo man BC Max Level war. Und ja, ist dann tatsächlich, kann natürlich sein, wie gesagt, du bist mit Max Level da meistens nach René Young, eigentlich bist du dann auf die Heroics René Young, hier diese Looking for Group Dungeons, die sind ja alle auf dem, ja, ich sag mal Schwierigkeit normal und eigentlich ist es jetzt auch nicht mehr so, ist nicht der Schwierigkeitsnormal, das ist halt ein bisschen leichter. Man kommt da, wie gesagt, relativ schnell durch. Hier diese Bomben, die ihr unten seht, hier die zum Beispiel, wenn er darin läuft, ich mach das mal, macht's Peng. So. Diese Peng-Bomben, die haben so einige Gruppen schon zum Vibe geführt, ne? Also, die sind relativ schwierig, wenn die alle aufeinander sind und der Tank passt nicht auf oder ein Mitglied passt da nicht auf ein Gruppenmember, dann macht's da auch relativ schnell Peng. Und dann sind alle tot. Das ist jetzt nicht mehr so enorm stark. Also das haben sie, glaube ich, schon genervt.
Also man überlebt es letzten Endes, wenn du da mal renierst. Wenn du da irgendwie in 2-3 Bomben damals renieren bist in der PC-Instanz, puff, tot warst du. Ne? Also da. Halleluja. So, jetzt seht ihr hier schon den Boss. Ja, also die ist halt relativ schnell, wie wir hier sind. Ihr seht es ja da, ne? Also bei dem Boss muss man hier so ein bisschen aufpassen, wenn man den bekämpft und wenn man den tot hat. Der hinterlässt unter sich so eine Giftwolke. Die sieht man aber nicht so wirklich gut, ne? Also wenn der Boss so sich schön hinlegt, dann liegt da hinauf seine Giftwolke. Du rennst drin, willst noch den Boss looten. Hast vielleicht nur 15% deiner HP, bist du tot. Ja, wenn der Heiler dich dann nicht irgendwie schnell genug heilt oder rauszieht als Priester oder wie auch immer. Herzlichen Glückwunsch. Ja, genau hier wird der Schalter gedrückt. Dann öffnen sich hier diese Kammern da an der Seite. Also hier jetzt, die ist gerade offen. Da hinten ist die nächste, die sich öffnet. Und hier ist auch noch eine. Und wenn diese ganzen Kammern offen sind, wenn die Mobs da besiegt sind, diese Höllenorks. Dann öffnet sich diese Kammer da hinten, wo der Boss jetzt da ist. Und genau, dann prügelt man den Boss, killt den letzten Endes und dann geht's weiter. Also hinter ihm geht's quasi auch weiter bis zum Ende der Instanz. Ja, Brogok. Der Brogok hier. Brogok könnte noch hier Feueraxt mal droppen. Dann hätten wir die vielleicht mal gefunden. Aber was droppt da? Netherstoff. Naja. Immerhin, wer das Netherstoff nicht ehrt, ist es nicht wert. Ja. Würde ich sagen, weiter. Ja, also der Kili da, das ist der Endboss. Seht ihr hier? Da fehlt auch noch eine heulende Kriegshymnen-Axt. Der Kriegshymnen-Clan, ja. Den muss jetzt nicht jeder kennen. Ist jetzt sicherlich in der Warcraft-Reihe für einen ein Begriff, der andere nicht. Ich sag mal, Kriegshymnen. Viele kennen es eher unter Warsong. Ja, und Warsong kennt wohl viele unter Kriegshymnenschlucht. Ja, ich gehe jetzt mal Warsong. Ja, dann machen sie PvP. Und Kriegshymnen, also Warsong, ihr habt mal den Warsong-Clan, Kriegshymnen-Schlucht, nee, nicht Kriegshymnen-Schlucht, Kriegshymnen-Clan, jetzt fange ich selber schon an mit der Kriegshymnen-Schlucht, den Warsong-Clan. Und dieser Warsong-Clan, der war relativ verbunden in der WoW-Story. Ja, wenn man immer relativ viel, ich sag mal, WoW-Story irgendwas hören will, ich guck da immer relativ oft den Channel von dem, beim Twitch, den Craft, auch bei YouTube ist der drin. Der Craft ist wirklich hat eine ruhige Stimme, kann den Dude transportieren. Und da fährt man so ein jetzt, ne? Also der macht auch Buchlesungen und da ist Story wirklich, also ich sage mal. Wer Story-Content hören will, der sollte zu Craft. Ne? Also reine dosiert Gameplay und Noobigkeit, der könnte auch bei mir erleben. Ja, ich glaube, Craft kann da deutlich besser spielen, so ja, als ich das jemals könnte. Der kennt auch diverse Taktiken. Aber ich sag mal, ich weiß ja, ihr liebt alle meine Stimme. Ja, nee, eigentlich nicht. Aber wenn ihr wirklich hier Story mal ein bisschen hören wollt, Warsong. Dann habt ihr da den hier. Jetzt habt ihr gesehen, wie schnell der Endboss tot war. Also, wie gesagt, bei dem Endboss, da ist die einzige Gefährlichkeit, dass man bei ihm dran steht. Nee, ich möchte jetzt nicht, dass man bei ihm dran steht. Wenn er in seine, ich sag mal, Bubble geht, dann macht er dann so eine Feuernova und dann bist du tot. Hier, jetzt ist das hier. Erst jetzt haben wir hier die alle geaddet. Das ist ja auch ganz schlau. Aber jetzt ist das hier hinten offen, wie ich am Anfang gesagt hatte. Und da kommst du hier relativ schnell raus. Ne? Also ich mache jetzt hier schnell die Mobs mal mit tot. Ist zwar schön, dass hier alle rausrennen, anstatt man die mal schnell tot macht.
Ja, war jetzt so schwer. Ich gebe jetzt hier mal eben noch ab. Lass sie bluten. Gibt's nochmal XP? Gibt's nochmal XP? Da, oh, da ist ja ein Muted-Item, ist auch nochmal XP. Ihr seht ja, nochmal Level abgekommen. Relativ gut, auch vom XP wieder aufzubauen. So, jetzt sehe ich hier mal wieder raus aus der Gruppe. Seht ihr, habt noch einen Talentpunkt zu verteilen die ganze Zeit. Der blinkert da schon, ich sehe es schon. Oh, was lernen wir hier? Bräunentaumel, natürliche Heilung. Okay, und was soll ich hier noch lernen? Raubtierhiebe. Naja, dann lernen wir sie mal. Die Raubtierhiebe machen sind jetzt auch nicht so schlecht und Freudentaumel sowieso nicht so schlecht. Also der Jäger, der hat schon coole Selbstheilungsfähigkeiten und so coole als Tierherrschaft, also Beastmaster. Das ist schon relativ cool gemacht. So, jetzt legen wir mal hier noch die Items an. Die brauchen wir nicht. Das ist gut, das ist besser. Hier ist noch eine Kiste, aber da gibt es auch noch mal aber besseres. Das brauchen wir nicht. Hier gibt es noch einen Bogen, aber den kann ich nicht tragen. Wie ihr seht, der ist ab Stufe 30. Das ist ein bisschen komisch. Ja? Manche hier, ihr seht, der Teig aus Mana-Gruft mal gekriegt. Wie das da mit der Item-Level-Lisierung mit Dragonflight geworden ist. Manchmal ist das komisch. Stört mich jetzt aber nicht, ne? Dann trage ich den jetzt noch nicht. Natürlich verkaufe ich den noch nicht. Seelengebunden. Noch mehr Seelengebunden. Ja, den wollten wir jetzt nicht verkaufen. Auch nicht. Hier, noch ein Gurt. Anlegen. Der Sack. Okay, also. Dann machen wir jetzt hier noch. Wir entbannen den mal kurz um. Dann verschicken wir das Ganze wieder an Herd-Auktion. Zack. Zack. So, und dann würde ich sagen, dann wartet mit der Instanz. Und schön, dass er mit dabei war bei dem Blutkessel.